Hallo zusammen, in diesem Video schauen wir uns anhand eines Beispiels an, wie man die Häufungspunkte einer Folge bestimmt. Häufungspunkte sind Werte, gegen die ein Teil einer Folge strebt. Das heißt, wir müssen erstmal analysieren, ob wir bestimmte Teile dieser Folge finden, das heißt Teilfolgen finden, die gegen einen bestimmten Wert konvergieren. Um das zu untersuchen, schauen wir uns die Folge mal genauer an. Dabei fangen wir mit den Folgengliedern an. Was ist das erste Folgenglied? A1. Ich setze für n 1 ein, das heißt minus 1 hoch 1 mal 1 geteilt durch 1 plus 1 und dann kommt raus minus 1/2. Für das zweite Folgenglied setzen wir für n 2 ein, das heißt minus 1 hoch 2 mal 2 geteilt durch 2 plus 1, das heißt am Ende kommen 2 Drittel heraus. Für A3 setzen wir für N3 ein und am Ende kommt minus 3 Viertel heraus. Um das Folgenglied A4 zu bestimmen, setzen wir für N4 ein und es kommt 4 Fünftel heraus. Das können wir fortsetzen, aber wir haben hier schon mal einen ersten Einblick der Folge gewonnen. Wir sehen, dass sich die Vorzeichen der Folgenglieder abwechseln, einmal minus 1/2, dann plus 2 Drittel und so weiter. Außerdem sehen wir, dass die Zahlen größer werden, betragsmäßig, also minus 1/2, minus 3 Viertel oder 2 Drittel, 4 Fünftel. Das ist schon mal unsere erste Beobachtung. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal bildlich an. Wir können hier erkennen, dass wir sowohl positive Folgenglieder haben, als auch negative Folgenglieder. Und wie wir auch hier sehen können, wechselt sich das immer ab. Also erst minus 1/2, dann plus 2 Drittel, dann minus 3 Viertel und so weiter. Es wechselt sich so ab. Und wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass diese Folgenglieder einen bestimmten Wert annähern, nämlich 1. Und diese Werte nähern sich der minus 1 an. Also ist unsere erste Vermutung, das ist eine Teilfolge und das ist eine Teilfolge. Die erste Teilfolge konvergiert gegen 1, die zweite Teilfolge gegen minus 1 und somit sind die Häufungspunkte 1 und minus 1. Jetzt wollen wir das aber noch mathematisch aufschreiben und begründen. Als erstes schreiben wir die Teilfolgen mathematisch auf. Wir haben eben gesehen, dass wenn wir für n gerade Zahlen einsetzen, dann kommen positive Folgenglieder heraus und unsere Vermutung ist, dass dieser Teil der Folge gegen 1 konvergiert, also der Teil, in dem die Folgenglieder positiv sind. Und wenn n ungerade ist, dann kommen negative Folgenglieder heraus. Also das ist dieser Teil der Folge und wir vermuten, dass das gegen minus 1 konvergiert. Das heißt, wir können die erste Teilfolge wie folgt bilden. Wir setzen für n 2 mal k ein, weil wir in unserer Originalfolge nur gerade Zahlen einsetzen wollen. Und k ist dabei auch eine natürliche Zahl. Das heißt, wir schreiben das jetzt so auf, a2k, also statt n, gleich minus 1 hoch 2k mal 2k geteilt durch 2k plus 1. So, das ist jetzt auch die Teilfolge. Wir haben einfach für n 2 mal k eingesetzt und wir wollen für diese Teilfolge den Grenzwert bestimmen. Wir vereinfachen mal diesen Ausdruck. Hier kommt 1 heraus, also steht am Ende 2 mal k geteilt durch 2k plus 1. Jetzt wenden wir einen typischen Trick an. Wir wollen zeigen, dass das gegen 1 konvergiert. Das können wir auch intuitiv erkennen. Im Zähler steht 2 mal k und im Nenner steht 2 mal k plus 1. Und das plus 1 ändert im Unendlichen wenig. Und aus diesem Grund können wir hier schon mal vermuten, dass das gegen 1 konvergiert. Mathematisch können wir das wie folgt zeigen. Wir klammern 2 mal k aus. Dann steht hier 1 geteilt durch 1 plus 1 geteilt durch 2k und dazwischen kommt ein Mal. Und wir wissen, dass das hier 1 ist. Jetzt bilden wir den Limes. Daraus folgt Limes k gegen unendlich von 1 geteilt durch 1 plus 1 durch 2k ist 1.
weil wir wissen, dass 1 geteilt durch 2 mal k gegen 0 konvergiert. Und somit haben wir gezeigt, dass diese Teilfolge gegen 1 konvergiert. Jetzt schauen wir uns mal die andere Teilfolge an. Und das läuft analog, nur dass wir jetzt keine geraden Zahlen für n einsetzen, sondern ungerade Zahlen für n. Das heißt 2 mal k plus 1. Wieder k ist Element n. A, 2k plus 1. Wir setzen alles ein. Wichtig, hiermit ist der Index gemeint und hiermit die Zahl 1. Jetzt klammern wir hier wieder aus und hier kommt minus 1 heraus, also minus 2k plus 1 geteilt durch 2k plus 1 mal 1 geteilt durch 1 plus 1 durch 2k plus 1. Jetzt bilden wir noch hiervon den Limes. Wir wissen, dass das gegen 0 konvergiert und minus 1 geteilt durch 1 sind minus 1. Und somit haben wir den Grenzwert der zweiten Teilfolge bestimmt. Wir haben also jeweils die Grenzwerte der Teilfolgen bestimmt und das sind auch die Häufungspunkte der Originalfolge. So, das war's mit dem Video.